So, und willkommen zurück. Ja, das da unten immer, das ist zwischen K und A wechselt, liegt aber daran, dass ich die Tastatur benutze zwischendurch, um die Aufnahme zu starten, Schrägstrich zu schließen. Konnerpass, ich glaube, dass ihr überqueren könnt. Die Frage ist halt, ich muss meine Bahn nach Asgard. Hier an Dinger gucken, der geht nicht, ne? Gut, dann gehen wir wieder zurück aufs Feld. Eines Tages werde ich mich rächen. Also ich meine, es ist cool, dass sie so viel Story mit einbauen, aber das ist manchmal, finde ich, leider ein bisschen sehr übertrieben. Oh, nur, geh weg. So, da ich jetzt denke ich mal noch. Nee, stopp, warte mal. Ich könnte ja mal gucken, ob ich zu der Insel hinkomme. Da unten war doch so ein kleines Fischer-Ding, die mich zu der Insel bringen können. Lasst mich doch mal alle in Ruhe. Wenig gegen euch kämpfen. Oh, geh weg. Ja, nein, danke. Tode. Ja, alles klar. Ja, toter Geysir, bla, jups. Gibt's hier ein Schiff? Ach, hey, warte mal. Ich glaube, ich erinnere mich. Willkommen, Schiff zur Todeinsel. Rundfahrt kostet 200 Gold. Möchtet ihr mitfahren? Gerne. Vielen Dank. It's a washtub? Yep, it's a washtub. Washtubs. Wow, this looks like it'll be fun. I'm going to wait here. Go on ahead without me. What's wrong, Professor Sage? Nothing. I'm not getting in that thing. It looks fun! Come on, let's get in! Yeah, Rain! Professor Sage, are you afraid of water or something? I was just starting to say, ah! This should be fun. Nice, Fenster doch gleich zu machen. Sure. Einen kleinen Moment. So, Fenster ist zu. Statue. Da ganz hinten ist auf jeden Fall die Statue.
Also man könnte jetzt ja auch mit allen reden, aber ich bin ganz ehrlich, nein, das werde ich nicht tun. Ein Wackelstein. Oh, wen haben wir denn da? Nicht schon wieder. Na dann. Doch, das werden wir. Sehr gut, Neusch. Na dann. Wie immer viel zu sehr in Gedanken versunken. Ja, den hat er. Ach ja, ich erinnere mich wieder an die Viecher, die hier sind. Ich bin ein Krambelfisch. So, einfach weiter schnitzeln. Seegras. Für Juchi. Krieg ich den? Nee, kann ich nicht. Ach, du Heiliger. Komm schon. Geh doch drauf. Danke. So, das ist auch da. Jetzt geht das noch drauf. Einfach outwitten. Garnele. Nymphenträne gefunden. Das ist doch bestimmt ein Ausrüstungsgegenstand für irgendwen, oder? Nymphenträne. Oh, stimmt, das Kriegeramulett. Es gibt das Zeichen des Kriegers. Das verstärkt die Kraft um 10. Na, warte mal, dann kriegt das doch. Giftblocker. Verteidigung. Nimm den Giftblocker da raus und kriegst du den Giftblocker. Nein, das ist gut. Na, verdammt, hängen geblieben. Don't let up. So, next one.
Oh, warte, ich habe noch eine Erfahrungskristall, Stufe 1, fällt mir gerade ein. Den muss ich gleich auch noch einsetzen bei irgendwem. Gut. Magisches Auge und Seegras, sehr gut. Erfahrungsfähigkeiten. Colette hat Stärke, Widerstand, Spott. Warte mal, ich könnte auch ihn. Ach. Ausweichen, ja, dann kriegt der noch Spott. Und das ist gut. Jetzt können wir Leute wieder aussehen. So. Immer schön taunten. Hey. Das fiel echt gerade meinen zweiten Hit geschreckt. Poison Needle. Ach, dieses hier könnte vergiften. Das ist natürlich kacke. Dies darf nicht passieren. Level up. Neue Erfahrungsfähigkeit. Aha. Fisch. Irgendwas wurde. Hier wird ja bestimmt wieder die Fähigkeit des Dingens geändert. Da stehen zwei Truhen nebeneinander. Dem traue ich nicht ganz. Eins davon ist doch bestimmt. Ach, doch nicht. Die Funktion des Mana-Rings hat sich geändert. Also, vielleicht reagiert er darauf. Items. Ausrüstungsgegenstand, bestimmt der Reif, ja, Kopf. Ausrüstung. So. Zwei Eingänge nach unten. Oh, warte mal. Ich glaube, ich muss da Feuer machen und dann kann ich das zuerst machen. Erfahrungsgame Level 1. Ah, das wollte ich nicht. Give them no quarter. Get out of here, ready? Demon fight. No one to go. So, mein Ring funktioniert wieder normal. So, machen wir hier einmal Feuer. Upsala. Da einmal Feuer. Da machen wir Feuer. So, das wäre damit erledigt. Jetzt muss ich aber wieder mit dem Ding quatschen, damit der Mana-Ring wieder Wasser macht. Ach, komm schon, jetzt reicht's mir. Sword rain. Hellhammer. Fireball. Demon fang. Won't work.
So it's knocked down. Hoppsala. Sonic thrust. Wie sie alle drauf einprügeln. Ja, Nele. Schutzreif. Oh, stimmt, die Viecher gibt's hier auch noch. Oh nein, keine Vergiftung. Jetzt erstmal die Wasserelementare durch. Kommst du auf Dispel? Dispel doch! So ein Mist, ey. Ach ja, da komme ich jetzt nicht mehr durch. Gut. I see. Kleine Funze hier rumlaufen. Das ist kacke, dass du da unten direkt am Ausgang stehst. Könntest du dich bitte vom Ausgang entfernen? Danke. Mein Gott. Ich komme hier auch nicht irgendwo runter, ne? Oder hier irgendwo rein. Oh, doch, da. Alles klar. Weißes Silber und Orangengel. Ja, egal. Habe ich nicht noch mehr Mischgel gekauft gehabt? Na, egal. Jetzt weiß ich, glaube ich weiß, was ich tun muss. Ich glaube, ich kann das wieder rückgängig machen, indem ich das Ding mit Feuer beschieße. Das ist so eine Vermutung. Oder auch nicht. Vielleicht, wenn ich die Dings wieder ausmache, das Feuer wieder ausmache. Gucken wir mal. Weil ich muss ja unten durch die Tür durch. Das ist wahrscheinlich nur einmal, damit du das gesehen hast, wie es funktioniert. Ob ich das Feuer ausmachen kann? Yes, I can. Sehr gut. Jetzt geht die Tür auch wieder aus. Jetzt muss ich aber das Feuer wieder anmachen, denke ich mal. Geh mal weg da, du blöder Fisch. So, damit ich nämlich die, damit das unten wieder drauf reagiert. Und dann muss ich nochmal wechseln und dann muss ich unten das wahrscheinlich betätigen. So, Feuer ist an. Könntet ihr nicht beide da drum rumschwirren? Ja, lass mich in Ruhe. Ich weiß, dass ich das gekriegt habe. So. Nein. Holy shit. Sword rain! Tate! Tate! Tate!
Are you okay? No way. So, immer weiter. I beg of thee to reveal thy full health. Angel feathers! Barrier! Sonic double demon fang! No way! Sehr gut, jetzt sind noch einer da. Und der ist auch down. Level up für Colette. 17. Nein, lass mich in Ruhe. Ah! Ja. Ja, erstmal den Boost ausnutzen hier und so viel wie möglich wegnutzen. Komm schon. Schön von hinten in den Rücken und dann ist das Ding weg. Das Ding hat eigentlich keinen Rücken, aber ist okay. Schnapper und Wasserquarz. Wasserquarz. Ah ja. Mhm. Ist das eine Ausrüstung, die ich gekriegt habe? Ne, oder? Oh, sorry, Leute. Ah ja, nicht wirklich gut geschlafen. So, jetzt muss ich das da durchschieben. So. Jetzt muss ich das oben aktivieren. Ach. One fight after another. Don't overdo it. Ready? Sword rain! Reveal thy glory. Angel feathers! Nein. Ach, verdammt. Na gut, das ging nicht auf mich. Das ist somit in Ordnung. Ich muss die einfach wegfokussen, die Wasserelemente, weil das Damage, den die mit dem Dings machen, ist einfach zu hoch. Ups. Angel feathers! I was just warming up. It was just warming up. So, jetzt muss ich den Fisch erstmal vorbeilassen. Danke. Hier rein. Das da aktivieren, damit es runtergeht. Zack, dann kommst du aber nicht weit, weil das nur bis dahin geht. Sehr schön. So, lass mich in Ruhe, Fisch. Reicht, dass ich gleich schon wieder gegen die Spastis da unten kämpfen muss? Wahrscheinlich. Fisch, geh weg. Oh, das hat funktioniert. Sehr schön. So, da muss ich gegen kämpfen, sonst komme ich nicht hinten an das Ding ran. So, wieder schön auf das Wasserele gehen. So, schnell auf das andere. Nein! Das ist nämlich übel viel Damage, dieses Wasser-Shit, Alter. So. Nee, stopp erstmal auf den da hinten. Sehr schön. Wieder Wasserquarz, alter Schwede. So. Sehr schön, jetzt muss ich wieder rumlaufen.
Wieder schön gedodged. Ich werde keine unnötigen, also nicht zu viel unnötige Fights eingehen. Das geht mir nämlich hart auf den Keks. Ich glaube, ich kann Speicherkristall für hier hinten, oder? Oh! Oh, ne, ich will ein Speicherkristall, sag ich doch. Lass mich in Ruhe. Ja, komm, was soll's. Was soll der Geiz? Oh! Es ist dunkel und feucht. Wir sollten uns beeilen und hier verschwinden. Wir müssen aber erst das Siegel brechen. Das weiß ich. Ich fühle Mana genau wie bei dem Siegel des Feuers. Mhm. So, erstmal werden aber die hier weggemacht. Oh, shit. So, halt mich doch hoffentlich, oder? Oh, halt nicht mich gerade doch jetzt. Ich war sehr gut vorbereitet auf diesen Fight. So, Nummer 1 ist down. Holy shit. Ich gehe. Das könnte in die Hose gehen. Ah, okay. So, das hier ist tot. Die hat. So. Erst wieder wegknocken. So, jetzt haben wir so gut in die Ecke getrieben. Aua. Don't overdo it. First aid. Don't overdo it. First aid. Müssen wir da umlocken. Schnell genug blockt. Ja, sie hat schon noch 2000, das ist in Ordnung. Das sollte also ganz gut funktionieren. Okay. Nein, du machst erstmal nicht deinen Shit. Noch 500. Und da ist sie down. Trotz schlechter Vorbereitung. Easy, son.
Uiuiui. Komischerweise spricht er jetzt nicht. Warum ist die Sprachausgabe gerade nicht drin? Und warum sind diese scheiß Sounds so laut, Alter? Holy shit. Und das, obwohl ich sie schon leiser gedreht habe. Das ist das Einzige, was nicht leiser wird. Diese Sounds. Ich hoffe, dass es in den nächsten Teilen besser wird. Mit diesem ganzen Gequatsche zwischendurch. Ich warte jetzt tatsächlich einmal gucken, was die Nymphenträne ist. Ich gerade gekriegt habe. Da. Ah, der hat magische Wirkstoff verwendet. Na cool. Und wir sind alle automatisch natürlich geheilt. Wer hätte das erwartet? So, jetzt noch raus aus dem Tempel, dann haben wir das erledigt. So, und eigentlich dieser Glibberkopf da mal beiseite gehen würde, was er natürlich nicht tut. Dadurch würde ich jetzt einmal voll das Wasserelement fokussen. Sehr schön. Das ist gestunt gewesen, nichts, nicht, So, das dann. So. Die werden auch damit besiegt. Den könnte man ausweichen. Und der Ausgang. Professor Sage, Colette's sick again. Oh no. We must let her rest immediately. Time to set up camp then. Yes, but if this is going to happen every time she releases, Colette is going to have a difficult journey ahead of her. For the time being, I'm going to call the phenomenon Angel Toxicosis. Colette, are you okay? Does it hurt? I'm fine. It'll go away soon. I'm sorry for worrying everyone. Okay, that's enough. You're not allowed to apologize anymore, okay? I'm sorry.
Colette, you're still up? I couldn't sleep. You may feel better now, but you still need to rest. I know. I'll go to sleep in a little bit. Don't worry. But still. Kratos is still awake too. See? That's because he volunteered to be the Night Watch. You need to rest. Okay. Okay. Good night. Good night. Please, dream some good dreams for me, Lloyd. So, hier mache ich mal wieder einen Cut für die Leute von YouTube. Ja, hat echt Spaß gemacht wieder. Ich mache mal kurz einen Schnitt rein. Bis zum nächsten Mal.